Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Wir schauen uns nun eine weitere Aufgabe an aus dem Themenbereich Abituraufgaben, in diesem Fall analytische Geometrie. Und zwar haben wir jetzt eine Ebene gegeben, also eine dreidimensionale Ebene in diesem Fall. Und wir wollen nun die Koordinatendarstellung dieser Ebene bestimmen. Dazu bestimme ich zuerst diese einzelnen Spurpunkte. Das sind die Punkte mit den Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen hier oben. An der x3-Achse sehen wir, das ist gerade 3. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall x3 gleich 3. Man könnte auch sagen, der Punkt 0, 0, 3. An der x2-Achse haben wir 1, 2, 3, 4. Das heißt, der x2 wäre 4. Und an der x1-Achse haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, x1, 5. Und jetzt wissen wir ja, die Koordinatenform, die wir brauchen, sieht so aus. Irgendein Koeffizient x1 plus irgendein Koeffizient x2 plus irgendein Koeffizient, also irgendein Vorfaktor x3 gleich irgendeine Zahl. Nun, um diese Zahl am Ende, die meistens als b bezeichnet wird, zu bestimmen, schaue ich die möglichst kleines gemeinsames Vielfaches dieser drei Zahlen, die ich hier habe. 5, 4 und 3. Nun, da wir alle teilerfremd sind, müssten wir die anderen einfach multiplizieren. 5 mal 4 ist 20, 20 mal 3 ergibt 60. Das heißt, die Zahl, die hier hinten steht, ist 60. Und jetzt müssen wir überlegen, wie mache ich es genau umgekehrt? Die Regelaufgabe ist ja meistens, dass man eine Koordinatenform hat und die zeichnen soll. In diesem Fall ignoriere ich dann die anderen beiden Koordinaten, wenn ich zum Beispiel die x1-Achse haben möchte, und schaue dann, wie viel x1 ergibt 60. Und da muss am Ende rauskommen, x1 gleich 5. Das heißt, was muss ich hier als Vorfaktor hinschreiben, dass ich dann, wenn ich die anderen beiden ignoriere, 60 rauskomme? Ja, das ist 60 geteilt durch 5 und das wäre in diesem Fall 12. Ich kann es ganz einfach überprüfen, wenn ich jetzt die anderen beiden ignoriere, 12x1 gleich 60, dann teile ich durch 12 und dann habe ich tatsächlich unser x1 gleich 5. Genauso funktioniert es bei den anderen, x2 muss ich 60 teilen durch 4 teilen, das ist 15, weil wenn ich die anderen beiden ignoriere, 15x2 gleich 60 teile ich durch 15, habe ich x3 gleich 4. Im letzten Punkt, x3 gleich 3, 60 durch 3 ergibt 20, also kommt hier 20x3. Und dann habe ich die Lösung, das ist die Koordinatenform dieser Ebene. Schaut doch mal auf der Homepage www.lyrelda.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.